Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Vanguard. So, wir schauen jetzt mal hier rein, erstmal in die News. Da haben wir hier Fortnite Mares. Bis jetzt wissen wir noch nicht wirklich viel über Fortnite Mares. Es wird auf jeden Fall ein Event werden, was. Wie lange soll das gehen? Also fängt morgen an und geht bis zum Montag, den 26. November. Also ein ganzer Monat. Was genau geplant ist, ist noch nicht so wirklich klar. Wir haben auf jeden Fall ein Event mit auch wieder, so wie es aussieht, mit Challenges und mit kostenlosen Belohnungen. Also müssen wir mal schauen, wie das Ganze dann ablaufen wird. Aber was jetzt genau passiert? Nightmare, ja, das sind Albträume. Ist halt jetzt irgendein Halloween-Event. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Dann haben wir Oblivion in GarageBand Gear in the Item Shop Now. Und wie man sieht, jetzt ist es natürlich schon raus. Also gut, gucken wir mal in den Item Shop rein. Dann sind wir auch schon da. Da haben wir den Oblivion. Finde, Oblivion sieht nicht, also sieht ganz cool aus. Da hinten dieser Backpack gefällt mir jetzt nicht so wirklich gut. Ich finde, das sieht eigentlich ganz nice aus. Sieht, ist halt die weibliche Omega-Version. Und ich gebe dem Oblivion 8 von 10. Wie steht ihr denn aktuell zum Oblivion? Ich gebe ihm sogar 9, na, 8 von 10. So. Der Oblivion hat bekommen. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da. 4,53 von 5 bei 40 Votes. Also schon sehr, 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 sehr stark. Und am 8. Juli 2018 das erste Mal draußen gewesen. Seitdem 5 Mal. Also definitiv sehr beliebt bei euch. Ja, ganz kurz, ich ziehe das mal jetzt runter, dann ziehe ich das jetzt mal hoch und dann ist das, glaube ich, so besser. So, okay. Dann kommen wir zum nächsten, das ist der Kriterion und den, ups, jetzt habe ich das noch drin, sorry. Der Kriterion und den finde ich persönlich ganz, nicht ganz, ganz und gar nicht so toll wie den, Oblivion eben gerade, da dieses Blau-Orange ist jetzt nicht so meins. Gefällt mir nicht so wirklich gut. Und dem gebe ich deswegen nur 6 von 10. Schauen wir mal, wie es da aussieht beim Kriterion. Und ja, deckt sich 2,81 von 5 bei 53 Votes. Also, seht ihr, ähnlich wie ich. Sie sind so begeistert davon. So, dann haben wir hier einen relativ geilen Gleiter, den Terminus. Und der Terminus gefällt mir ganz gut. Kriegt von mir 7 von 10. Schauen wir mal beim Terminus. Oh! 4,67 von 5 bei 3 Votes. 8. Juni 2018 auch das erste Mal draußen gewesen. So, und das war's dann hier von denen. Dann kommen wir zu einem richtig geilen Skin, finde ich, der Stage Slayer. Ich finde den echt nice und cool. Grasshopper, der Grasshopper. Gefällt mir sehr gut. Da oben noch die Spielkarten drin im Hut. Mega nicer Skin. Also ich finde den cool. Ich gebe dem 9 von 10. Schauen wir mal. Oh! ihr mögt ihn nicht. 2,44 von 5 bei 16 Votes. Schön. September, 16. September 2018. Das erste Mal drin gewesen. Seitdem dreimal. Kommt nicht so gut an. Gleich wieder. Was hat er da für einen komischen Geschmack? Die finde ich persönlich jetzt allerdings wirklich scheiße. Synth Star. Und da hinten auch dieses komische Keyboard. Finde ich auch relativ gräuselig. Und
Deswegen kriegt von mir der Synth-Star relativ wenig, nur 3 Punkte. Sorry, ich kann mich gar nicht. 2,4 von 5 bei 10 Votes. Ja, also hier. Okay, dann haben wir den Lead-Swinger. Das finde ich ist eine geile Picke. Die Idee finde ich echt nice irgendwo. Kriegst du hier mit dem Mikrofonständer eins mal die Rübe gezogen. Und der Leadswinger kriegt von mir, also finde ich, ist eigentlich eine der geilsten Picken, finde ich persönlich, die man, also originellsten und sehen auch wirklich gut aus. Also die sieht auch wirklich, ist echt gut gemacht, ja, gut umgesetzt. Deswegen kriegt das Ding von mir 8 von 10. So. 2,25 von 5 bei 4 Votes. Okay. Also, man sieht, wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Aber jetzt kommt er. Jetzt kommt er, der Hot Ride. Ich finde den Hot Ride so geil. Jetzt bin ich gespannt. Oh mein Gott. Also, ich finde, das ist für mich, das ist ja mein Gleiter. Den habe ich mir ja geholt. Und ich war echt am Überlegen, ob ich den Drachen, also den Gleiter durch den Drachen ersetze. Aber. Den Drachen spielt ja schon der Herr sofort und deswegen bin ich bei dem Hot Ride dann auch geblieben. Außerdem habe ich mich so inzwischen an die Musik gewöhnt von dem Ding. Die hört man jetzt leider nicht. Die Musik ist echt geil. Ja, und kriegt von mir glatte 10 von 10, der Hot Ride. Jetzt bin ich gespannt. Also, wenn da jetzt auch so wenig bei rauskommt, dann verstehe ich. 4,42 von 5 bei 31 Votes am 16. September 2018 das erste Mal draußen gewesen. Also gut, da sind wir uns wenigstens wieder einig. So, und jetzt. Ah, jetzt kommt er wieder. Jetzt kommt er wieder. Ah, mein Lieblings-Emote, kann man eigentlich schon fast so sagen inzwischen. Muss nochmal von vorne anfangen. Der Techno-Wikinger. Ich liebe den Techno-Wikinger. Nochmal den Anfang. Also wer es noch nicht kennt, googelt mal oder sucht mal auf YouTube nach dem Techno-Wikinger. Eine Entdeckung aus Deutschland! Der Techno-Wikinger! Also, aber original nachgemachter Teil. Ich habe mich damals so weggepisst, als ich den Techno-Wikinger das erste Mal in einem Video gesehen habe. Ich fand den so geil. Und dann bringt Epic Games das Ding hier ins Spiel rein. Ich hätte mich, also Hammer! Habe ich das sogar in einem Streamer-Gameplay-Video gehabt? Wer war das denn gewesen? Irgendeiner hat, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, hat einen gekillt und hat dann direkt danach den Techno-Wikinger gespielt. Ich fand das so nice. Ja, dann lass uns doch mal schauen, wie ist, also von mir glatte 10 von 10, 100 von 10 ist für mich einer der geilsten Emotes des Spiels. Wo ist er denn? Intensity. Hier geht es ein bisschen auseinander. Also nur ein bisschen. 3,8 von 5 bei 20 Votes. Ja, ist halt wahrscheinlich, die Musik ist wahrscheinlich nicht jedermanns Sache. Ich bin jetzt auch nicht so der Techno-Freak, aber ich finde das Ding einfach bestialisch. 3,8 von 5 bei 20 Votes. Am 27. August 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem viermal Hammer. Okay.
Dann kommen wir zu der Studded Axe und die finde ich wieder gräuselig. Ups, müssen wir hier wegmachen, damit man das Grauen auch sehen kann. Ich gebe da mal 3, 4, 4 von 4 von 10. 4 von 10, würde ich sagen. Und dann schauen wir doch mal. Die Studded Axe 3,13 von 5 bei 8 Votes. 13. Juli ist erstmal drin gewesen, seitdem 6 Mal. Hört die sich an? Ja, ist jetzt nicht so der Bringer. Light Show sieht eigentlich ganz nice aus, muss ich sagen. Is a busy arschknallig. Wissen die Gegner wenigstens, wo sie hinzielen müssen. Direkt auf die Birne. Da sind auch schon zwei X drauf. Kannst du aus und ob du die rechte Seite schießt oder auf die linke Seite. Das finde ich allerdings, muss ich sagen, relativ ungünstig gemacht. Aber gut. Ich finde den relativ nice und gebe dem Light Show 8 von 10. Gucken wir mal, wie ist denn der Light Show von euch bewertet? Oh. 2,36 von 5 bei 11 Votes. Okay. Midnight Ops, den finde ich jetzt wiederum nicht ganz. Also, ja, sieht jetzt nicht so schlecht aus. Ja. Blinkt das da? Sieht nicht so schlecht aus, Light Show. Ja, deswegen heißt es auch Light Show. Ja, cooler Irokese. Ja, gut, ich gebe dem mal 6 von 10. Light Show, Midnight Ops. Alter Falle, Midnight Ops, sorry. 3,46 von 5 bei 13 Votes. Am 30. März das erste Mal drin gewesen. So. Dann haben wir hier Flippin' Incredible. Ganz cooler Emote. Ja, auf jeden Fall sehr nice. Macht mit Sicherheit auch Spaß, den zu spielen. 8 von 10. Flippin' Incredible. Ach. Du Scheiße. Alles verstehe ich jetzt eigentlich nicht so wirklich. 1 von 5 bei 2 Votes nur. Okay. 21. Juni 2018 ist halt. Ja. Ist jetzt nicht wirklich. Okay. Naja, gut. Also, ich finde den ganz cool. Ich würde mir zwar jetzt auch nicht unbedingt holen und würde jetzt auch nicht unbedingt einsetzen, aber ich finde ihn ganz cool. Naja. Und halt nur 1 von 5. Flying, den finde ich gräuslich und der kriegt von mir 0 von 10. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder da, kommen jetzt wieder keine Ahnung was. Wie heißt denn das Ding? Flying Fish. Was? Flying Fish. Der fliegende Fisch. Ja. Und sowas kriegt dann 2,56 von 5 bei 9 Votes. Ja, also. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da, einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit Miniman Guy. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.